man mit dem Slacklernen beginnt, machen die meisten Leute dieselben Fehler. Die häufigsten Fehler möchte ich hier mal zeigen und euch Anregungen geben, wie man damit umgeht und sie verbessert. Zu Beginn neigen viele Leute dazu, beim Aufstehen ihr Knie vollständig durchzustrecken. Danach ist eine Balance mit diesen Beinen kaum mehr möglich. Viel zielführender ist es, das Bein, auf dem man steht, leicht gebeugt zu halten und im Zweifelsfalle beim Verlust des Gleichgewichts sogar noch mehr zu beugen. Dies führt entweder zum Absetzen von der Leine oder aber zum Rückgewinnen des Gleichgewichts. Das Beugen des Knies kann natürlich auch als Übung auf der Slackline aktiv betrieben werden. Ein weiterer häufiger Fehler ist es, auf seine Fußspitzen zu schauen, anstelle sich einen Fixpunkt am Ende der Leine zu suchen. Zur Orientierung auf der Leine und damit zum Halten des Gleichgewichts ist es essentiell, einen fixen Punkt anzuschauen und nicht die Bewegung der Slackline unter sich im Blick zu haben. Deswegen suchen wir uns bereits vor dem Aufstehen einen Fixpunkt am Baum oder am Ende der Slackline, fokussieren auf diesen und starten erst dann auf die Slackline. Ein weiterer häufiger Fehler ist es, die Arme nicht über Schulterhöhe zu heben, bevor man auf die Slackline aufsteigt. Oder aber die Arme dann im Verlauf des Balancierens immer weiter nach unten sinken zu lassen und nicht in die Balance mit einzubinden. Die Arme sollten immer über Schulterhöhe gehalten werden und auch immer wieder dorthin zurückkehren, wenn sie eine Ausgleichsbewegung vollführt haben. Nicht nur sollten die Arme über Schulterhöhe gehalten werden, sondern es sollte auch darauf geachtet werden, in was für eine Richtung die Handflächen rotiert sind. Zeigen die Daumen nach oben, ist meistens die Brust auch geöffnet und der Körper gerade. Zeigen die Daumen nach unten, sinkt man in den Schultern ein und ist in der Balance äußerst eingeschränkt. Deshalb immer Daumen nach oben und munter balancieren. Eine entscheidende Frage für viele Anfänger ist es auch, ob sie lieber auf einem Fuß oder auf beiden Füßen auf der Slackline stehen und balancieren sollten. Man kann nicht direkt sagen, was davon leichter oder schwieriger wäre, aber es ist folgendermaßen. Wenn man auf einem Fuß balanciert, hat man den freien Fuß zur Balance. Man kann damit mehr Schieflagen ausgleichen und im Notfall auch leichter wieder absteigen. Bringt man beide Füße auf das Band, findet die Balance nur noch im Oberkörper statt und die Füße sind quasi fixiert. So ist es für Anfänger, besonders auf kurzen und straffen Lines, oft leichter, auf einem Fuß zu balancieren und diesen Stand erstmal so zu erlernen. Ein weiterer häufiger Fehler ist es, im Hohlkreuz zu starten oder ins Hohlkreuz zu geraten. Dadurch gerät man in Rückenlage und neigt dazu, nach hinten umzufallen. Ein Hohlkreuz sollte von Anfang an vermieden werden und bereits vor dem Aufsteigen sollte der Bauch angespannt werden und damit der Körper in eine gerade Linie gebracht werden. Auf der Slackline den Bauch weiterhin angespannt halten und damit ein Hohlkreuz weiterhin vermeiden. Häufig sehe ich bei Anfängern auch komplett gestreckte Arme. Zum Balancieren ist es viel einfacher und besser, wenn die Arme frei beweglich sind und lockere, nicht zu ruckartige Bewegungen stattfinden. Der Körper sollte in einer geschmeidigen und dauerhaften Bewegung auf der Slackline sein. Zu Beginn hat man auf der Slackline meist einen starken und einen schwächeren Fuß. Man neigt deshalb dazu, immer nur auf der starken Seite aufzustehen und auf dieser vielleicht sogar gut balancieren zu können, auf der anderen Seite es aber komplett zu vernachlässigen. Deshalb ist es von Anfang an zu empfehlen und sehr wichtig, beide Seiten gleich zu üben und vor allem die schwächere vielleicht sogar zu priorisieren und auf dieser Seite noch mehr zu üben. Anfänger neigen manchmal dazu, zu schnell ins Gehen kommen zu wollen. Es wird dann versucht, möglichst mit Geschwindigkeit Stabilität zu erzeugen, aber das ist natürlich sehr gefährlich und man neigt dazu, daneben zu steigen und so können Stürze produziert werden. Es ist also viel sinnvoller und sicherer, zuerst einmal das Stehen auf jedem einzelnen Bein zu erlernen, bevor man sich an das Gehen herantastet. Wenn man einmal sicher und stabil auf beiden Beinen einzeln stehen kann, kann man einen einzelnen Wechsel vornehmen, auf dem zweiten Bein balancieren bleiben und dann wieder den nächsten Wechsel vornehmen. Um sicher auf einer Slackline gehen und stehen zu können, ist es auch enorm wichtig, das richtige Absteigen zu beherrschen. Am Anfang steigt man häufig immer zu der Seite ab, von der man auf die Slackline aufgestiegen ist. Es ist allerdings auch empfehlenswert, einmal einen Abstieg auf die andere Seite zu üben, um einfach in ein flexibleres Gehen zu kommen und sich auf der Slackline freier bewegen zu können, um nicht immer nur zur selben Seite herunterzufallen. Dementsprechend
Aufstiege auf derselben Seite und auch Abstiege auf der anderen Seite üben. Wenn man mit dem Slacklinen beginnt, ist es wichtig herauszufinden, was für Ausgleichsbewegungen zielführend sind und wie diese durchzuführen sind. Dazu empfiehlt es sich, möglichst viele verschiedene Bewegungen auf der Slackline einfach auszuprobieren und nicht zu statisch auf der Slackline zu bleiben. Ein Fehlen von Ausgleichsbewegungen führt eigentlich immer zum Sturz. Nur durch Versuchen und Irrtum, durch herausfinden, was für eine Bewegung funktionieren kann und was für eine nicht funktioniert, lernt man schlussendlich auf der Slackline Schieflagen auch einmal auszugleichen.